Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Burago und diese Therapie hier ist kostenlos. Wir sind hier bei Let's Create Space Engineer und bauen und basteln gerade an unserer Raumbasis in Form von, wir brauchen ein bisschen Feuerkraft. So, dafür müssen wir jetzt ein bisschen Eisen mal hin und her tragen. Weil nämlich die große Raffinerie läuft schon, aber unser Fabrik läuft ja noch nicht. Und ja, sammeln sich nämlich schon die Rohstoffe. Die müssen wir leider momentan noch ein bisschen händisch hin und her tragen. Wird sich auch alles mal ändern. Und zwar, wenn wir dann die andere Fertigungsanlage haben. So. Alles klar, wir hängen fest. Also. Jetpack an. Wollt ihr eigentlich vermeiden, das Jetpack? So. Alle zu Eisen nehmen. Eisen da reinwerfen. Oder gleich die Hölle losgehen. Ja. So. Dann gehen wir gleich nochmal hin. So wie das Eisen gleich da angefangen hat aufzulösen, sollten wir gleich nochmal hingehen. So. Wo ist denn nicht das Eisen geblieben? Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Wir haben da so viel Eisen nach vorne abgebaut wieder. Okay, der ist leer. Also okay, so viel war es nicht, aber bisher haben wir schon mal rausgekratzt. Naja, egal. Ein bisschen Eisen ist da. Produziert ja schon ein bisschen Munition. Oder fehlt da auch noch was? Produktion. Munition wird gebaut. Landet die auch schon hier irgendwo drin? Ah, da haben wir schon die ersten 180 Schuss, sind ja alles schon da. Okay. Wir sollten uns mal hier drauf hocken. Und unsere Drohne suchen. Beziehungsweise erstmal Zeitschaltuhr für die Hangartüren hier. Die da erstmal starten. Oh, hier können wir das mal episch angucken. Da sieht man sogar besser diesen seitlichen Versatz. Ich finde ganz witzig, macht die ganze Sache ein bisschen interessanter. So, Ed, wir brauchen dann hier noch den, die Drohne. Und zwar nicht die Drohne, sondern wir suchen einfach mal nach Fernsteuerung. Und zwar, das müsste die Dingsdrohne sein. Ja, das ist die Schweißdrohne. Gleich mal hier. Also, momentan ist ja da nichts aktiv. Lichtern machen, Reaktoren, alles mal anschalten hier. Oh, die Kameras anschalten. Licht an. Okay. Dann können wir ja die Kamera wechseln. Beziehungsweise die da hinten abkoppeln und Gas geben. Super. Dann das Ganze mal zu. Okay, da waren wir die weit genug weg. Oh, jetzt haben wir wieder das Problem. Dass wir die nicht. Das ist ein ganz merkwürdiges Problem, was ich momentan immer wieder habe. Ich kann die Drohne nicht drehen. Ich konnte vorwärts, rückwärts mit dem Teil zwar fliegen, aber es ließ sich. Ah, habe ich schon wieder gesehen. Hier, die sind schon wieder rot. Die Lageregler. Moment mal. Die Reaktoren haben eigentlich alle genug Saft, aber trotzdem will der nicht. Oder haben wir vergessen, die abzuschalten? Okay, guck mal, wieder das 918. Ah ne, die ist ja nicht mehr angekoppelt. Drohne hier. Fernsteuerung. Genau, das ist das, was ich meine. Das sehr merkwürdiges Problem. Irgendwie scheint Teile der Drohne auf einmal abgeschaltet zu sein, obwohl sie angeschaltet sind. Drohne-Kontrollsystem. So, Gyroskope sind definitiv an, werden aber da jetzt auch angezeigt. So, jetzt sind sie an. Fernsteuerungsblock.
Okay. Ganz merkwürdig. Der ist zwar jetzt abgeschaltet, aber irgendwie muss ich den noch anschalten können. Eieieiei. Oh, hier ist auch noch eine Delle drin. Eieiei. Ah. Den kannst du gar nicht abschalten. Block und Terminal Anzeige. Den kannst du gar nicht an- und ausschalten. Ganz tricky Sache. So. Okay, die Gyroskope waren an, waren angeschaltet, aber dennoch aus. Deswegen spann das Ganze ein bisschen rum. So. Ich hoffe mal, jetzt haben wir das Problem gelöst. Fernsteuerung. Ne, lässt sich immer noch nicht steuern, warum auch immer. Das ist das, was mich momentan ein bisschen wurmt. Oder ist die Antenne? Tja, die Antenne hat auch gesponnen. So. Dann machen wir uns mal auf dem Weg nach vorne. Mal gucken, wie viel wir davon fertig geschweißt kriegen. Oh, wir nähern uns mal die ganze Sache ganz vorsichtig hier. Ja, da geht das los mit Schweißen. Der Kolben, der unten, der tut schon was richtig loslegen. So, der Geschützturm wächst jetzt auch langsam. So. Da sieht doch schon noch was aus hier. Der Freund scheint auch wach zu sein gleich. So, unten den Verbinderblock. Ah, da hat es ja nicht mehr ganz gereicht. Interessant wäre die Frage, ob wir da unten reinkommen. Ja, da wird uns ein bisschen was fehlen an allen Ecken, habe ich das Gefühl. Meine Vermutung, dass da einfach spontan die, sag schon, Herstellungskomponenten entfernt. So. Dann wissen wir wenigstens, wo wir hin müssen. Dann werden wir auf gleiche Art und Weise dann auch andere Seite noch eins hochziehen. Und, dann gucken wir da mal weiter. Ich würde sagen, die Herstellungskomponenten sind ja. Oh ne, sind noch welche drin. Dann fehlt irgendwas anderes. So, müssen wir die Heckkamera setzen. Und Ganze mal so rumnehmen. Gleich mal ein bisschen rollen. Und zur Seite fliegen. Ja. Sieht schon interessant aus mit unseren Drohnen da drinnen. So, räumen wir den Freund noch ein bisschen. Interessant, wie das Licht sich damit wackelt. Ja, da leckt es kurz wieder. Ich dachte schon, wir haben schon wieder das Problem, dass irgendwas aus ist, was an sein sollte. So, den da anfokussieren hier. So, er war ja ganz sanft diesmal. So, lass mal den mal soweit an. Weil ich würde mir jetzt schon mal die Mühe machen,
Ich bin ja auch da ein bisschen ungeduldig, sah ich ja schon von vornherein. Wir nehmen gleich mal ein bisschen Munition mit und befüllen den Freund da schon mal. Den kann man nicht auch von außen befüllen. Ja, von der Seite hier nämlich. So. Jetzt ist der Schuss schon mal drin. Man sollte ja... Das so. Dann sollte man den Freund ja ganz bestimmt benennen. Und zwar ist das nicht nur... Das ist nicht der Kolben, sondern... Geschütz... Kolben... Links... Base... 1... So. Der kann ruhig ein bisschen mehr Geschwindigkeit fahren hier. Weil ist ja eher Gefahr im Verzug-Variante hier. So. Okay. Mal gucken, wie hoch der geht. Ja, der ist an sich hoch genug. Falls die Freunde sich jetzt hier nochmal gedulden, ja, in die Richtung durchzukommen. Was ja auch ganz witzig ist, wenn wir schon mal Geschütze haben. Gatling-Geschütze. Links. Base 1. Man kann ja die Steuerung auch übernehmen. Ha. Auch ganz schick. Militäreskorte. Man kann nämlich das auch selber feuern. Jo, das seien wir jetzt. So, da kann man sich irgendwie hinstellen und rat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 
Okay. Haben wir irgendwo Magnesium? Ja, ein bisschen Magnesium hier. Das heißt, wenn wir mit dem Driller ein bisschen unterwegs sind, sollten wir gucken. Magnesium und Eisen und Eisenkram. So, den Gefechtsturm, den wir da jetzt gebaut haben, den werden wir dann für die andere Seite normal machen. Und da haben wir bis hier vorne ein bisschen dran, um Action zu machen. Aber um Action machen. Wir wollten ja hier auch Action machen, und zwar das Loch da flicken. Und zwar ist das ja nicht nur einfach so ein Block. Sehe ich ja gerade. Und zwar ist das eher... Wo haben wir ihn denn? So ein Block hier. Erstmal die Farbe adaptieren hier. Ein bisschen nur am Ausbessern. Alles klar. Rein in die gute Stube. Leer sind wir. Und abkoppeln. Natürlich werden wir dann... Natürlich, wenn wir hier drinnen... Oh, hier haben wir auch schön Magnesium. Ah ja. Mann, wie war denn das? Man kann nämlich gerade bei den Geschützen... kann man die auf Einzelfeuer stellen. Wenn man ein Schiff baut mit mehreren Geschützen, mit mehreren MGs, kann man die umschalten. Dummerweise geht das auch bei den Drillern. Und das, da bin ich wohl gerade ungewollt auf die Tasse gekommen, und jetzt muss ich erstmal gucken, wie man das wieder ändern kann. Ah ja. Mittlere Maustaste. Ja. Guck mal, hier die richtige Linie mit Magnesium? Ja, Magnesium. So. Nehmen wir mal ein bisschen Magnesium mit. Was kann man nämlich, braucht man nämlich dann für die Waffenproduktion? Ja, sieht doch ganz gut aus. Wie viel Magnesium haben wir denn schon eingesammelt, ne? Nimm mal auf alle Fälle was mit im zweistelligen Tonnenbereich hier. Ich weiß gar nicht, da steht immer, da stand das 8.1K. Auf K ist klar, steht für Kilo. Meint ihr eigentlich damit Liter, Gewicht oder sowas? Wäre auch mal eine interessante Frage. Bin gespannt auf eure Theorie. So, haben wir schon was im zweistelligen Bereich. Ah ne, das ist im Cockpit. Okay, ich sehe gerade, da war jetzt schon was im Genug-Bereich drin. Wir bewegen uns mal im Bereich hier hinten. Einfach mal, um ein bisschen Rohstoff wieder zu sammeln. Gucken, da ist unser... Eindeutig zu dunkel hier drin. Da haben wir Silber, Uran. Ja, sonst ist ja viel Eisen. Platin. Oh, Platin. Auf alle Fälle. Hier ein bisschen was mit. Gucken, was haben wir, sammeln wir jetzt da ein. Ah, da war jetzt Uran, davon haben wir genug. Eisen ist auf alle Fälle wichtig.
Da haben wir jetzt in letzter Zeit relativ viel verbraucht, sogar davon. Ist das wieder Uran? Ja, das war wieder Uran. Schattenspielchen. Vielleicht sollte man überlegen, dass wir vielleicht noch ein paar Lampen woanders anbauen. Und die nicht manche Drillköpfen ist, sondern ein bisschen weiter weg, die einfach so auf die Art und Weise ein bisschen mehr Licht schaffen. Also mehr Licht im Sinne von rundrum Licht. Und nicht nur Spotlights. Oh. Nehmen wir mal Material. Interessant wird natürlich, dass wenn wir dann anfangen, andere Asteroiden auszubeuten, dann brauchen wir natürlich irgendetwas, was wir auch bewaffnen. Weil sonst gehen die anderen uns irgendwann tierisch auf den Sack. Ich weiß gar nicht mal, man kann natürlich die großen Schiffe auch angreifen. Was dann passiert, wenn man die zerlegt hat, ob die dann irgendwann respawnen oder dergleichen, wäre auch mal eine spannende Frage. Wenn jemand Erfahrung hat, was passiert mit den Feindschiffen, wenn man sie komplett zerstört hat, tauchen die dann wieder auf oder bleiben die dann verschwunden? So, wie sieht es hier aus? Drin haben wir schon eine ganze Menge. Das packe ich mal lieber auch mal mit hier rein. Alles klar. Guck mal, wenn wir mal so 130 Tonnen, 130 Tonnen locker da reinkriegen. Na, von unten sieht das Ding ja auch schon cool aus. So, dann haben wir unsere 130 Tonnen da drin. Okay. Ah, da hin. Ohne passendes Licht ist echt schwer hier drinnen sich zurechtzufinden. Ist halt doof, wenn die Planeten sich drehen und die Sonne gerade nicht hier reinscheint. Oder eine Sonne, ist ja nicht unsere. So, kommen wir langsam die Sache näher. Mir immer Puls. Ah ja. Da brauchen wir gar nicht nachdenken drüber, ob wir das Ding treffen. Sind ja noch nicht mal in der Nähe davon gewesen. So. Langsam ja rückwärts ran. Ein bisschen hart wieder angedockt, aber naja, sind wir ja langsam gewohnt. Sieht man schön, wie der das Inventar jetzt hier leer saugt. Ja, und dann kann er loslegen. Was wir für die Raffinerie brauchen. Ah, wollte ich ja sowieso mal gucken, was wir da eigentlich noch für die Rohre brauchen, warum der noch nicht fertig geworden ist. Und zwar... Oh, Motoren hat er keine mit drin gehabt. Und hier finden auch die Motoren. Also haben wir einen kleinen Motorenmangel.
So, landen wir kurz mal hier rein und kümmern uns mal einfach um die Produktion von Motoren. Dann können wir dann beim nächsten Mal dann auch gut loslegen, die Sachen fertig schweißen und dann sollten wir uns dann dringend um das Thema mit der zweiten Fertigungsstraße kümmern. Wir gucken einfach mal jetzt in die zweite. Da sieht es natürlich gut aus. Wo haben wir sie denn? Hier einmal ein paar Motoren fertigen. Alles klar. Motoren werden gefertigt. Da hört man das auch schon wieder rumpeln und pumpen. Wir machen nochmal einen Bodengang. Gucken wir, ob wir vielleicht ein bisschen Magnesium mitnehmen können und das Magnesium da vorne reinwerfen. Ein bisschen war es sogar schon fertig. Dann können wir den Kleinkram ja vielleicht auch mal mitnehmen hier. Uran können wir vielleicht auch mal gut hier gebrauchen. Ist auch ganz gut, wenn man die Uranproduktion auch mal separat hat. Eine nur für die Reaktoren. Weil die Reaktoren saugen sonst das ganze Uran an. Es gibt aber auch Produkte oder Komponenten, wie zum Beispiel die Raketen, wo man Uran braucht. Und dann ist immer keins da. Ganz doof. Oh. Ein bisschen was verteilt. Gut, dann kann der nämlich hier loslegen. Und wir können Feier machen. Das war's nämlich heute mit unserem lustigen Let's Create the Space Engineer. Ich hoffe mal, ihr seid zufrieden mit unserem Geschützturmchen drauf. Beziehungsweise, ich gehe nochmal vorne hin. Mit unserem Rohbau des Geschützturms hier. So, genießen wir den mal den Anblick. Das ist unser Geschützturmchen. Das wird jetzt noch fertig mit Versorgungsleitung gemacht. Dann haben wir dann Schalter, können wir die einzelnen Säppe noch hoch runterziehen. Das wird natürlich alles noch gruppiert. Und dann geht das los. Man kann natürlich dann das Ganze auch mit Sensoren koppeln. Und zwar Sensoren, die einfach erkennen, wenn feindliche Fahrzeuge oder sowas in der Nähe sind. Das probieren wir dann beim nächsten Mal aus. Mal gucken, wie weit die funktionieren oder nicht. Aber dazu beim nächsten Mal mehr. Jetzt kommt nur noch eins, bevor meine Stimme ganz versagt. Und das ist die Endcard. Das sind am Ende, das ist die Endcard. Auf der Endcard gibt es eine Videoempfehlung von mir. Und zwar die Junk-Ausgabe von Age of Empires 2, die HD Edition. Da sind wir dabei, wieder mal ein Klassiker zu spielen, ein Spiel unter 5 Euro. Wenn ihr Bock auf solche Sachen habt, dann guckt euch das an und drückt den YouTube-Button. Damit abonniert ihr den Kanal, werdet ein Teil der Gruppentherapie. Das wäre super. Link zu URL für Social Media Kram unten in der Videobeschreibung ganz nah bei dem Kommentarbereich, der gern von euch gefüllt werden darf. Sonst gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach unten, wenn ihr meint, ich kann was verbessern. Dann ist das super, denn ich bin MacBurago und sag Servus und Ade.